Ich stehe hier vor dem FBI in Washington, ist übrigens eines der hässlichsten Häuser der Stadt. Aber dieses Haus ist seit gestern mehr denn je in den Schlagzeilen. Donald Trump hat James Comey gefeuert, den FBI-Chef, und nach allem, was man hört, ist die Stimmung im FBI ziemlich mies. Comey hat bisher die Ermittlungen in der sogenannten Russland-Affäre geleitet. Er hat seit Monaten geprüft, ob es Absprachen gab zwischen Donald Trumps Wahlkampfteam und dem Kreml in Moskau. Und vor diesem Kontext muss man die Entlassung sehen. Trump scheint zu hoffen, dass die Russland-Affäre sich praktisch auflöst nach der Entlassung von Comey. Aber ich glaube, dass das Gegenteil der Fall sein könnte. Und das FBI spielt da eine ganz zentrale Rolle. Denn hier sind alle Ermittlungen zusammengelaufen, unterschiedlichster Behörden, was die Russland-Affäre angeht. Und das FBI ist, wenn man so will, das Haus der Geheimnisse gerade. Hier liegt ganz viel. Die Bundespolizei weiß sehr, sehr viel über den Präsidenten. Sie weiß sehr viel darüber, welche Leute aus Trumps Wahlkampfteam sich mit wem von russischer Seite getroffen haben. Es gibt Abschriften von Telefonaten, es gibt Abschriften von Treffen. Und viele, viele Fragen sind natürlich noch offen. Warum zum Beispiel hat Trump so lange an seinem ersten Sicherheitsberater Mike Flynn festgehalten, wo doch relativ früh Warnungen vorlagen, dass er in der Russland-Affäre falsche Angaben gemacht hat? Welche Personen aus seinem Wahlkampfteam haben sich genau mit wem getroffen und worum ging es? Gibt es möglicherweise finanzielle Verstrickungen zwischen Trumps Leuten und russischen Stellen? Also all das weiß man noch nicht. All das schlummert möglicherweise im FBI. Und es gibt natürlich sehr viele enttäuschte Beamte im Moment. Und deswegen gehe ich davon aus, dass manche schon damit liebäugeln, jetzt auch entsprechende Details aus den Ermittlungen nach außen zu geben. Because he wasn't doing a good job, very simply. He was not doing a good job. Did it affect your meeting with the Russians today? Die Trump-Regierung hat ja seit Beginn eigentlich ein großes Problem mit Durchstechereien aus dem Apparat. Es gibt ganz viele Beamten in unterschiedlichen Ministerien und Behörden, die enttäuscht sind von Trump und regelrecht Angst davor haben, dass das System der Checks and Balances hier unter die Räder gerät in dieser Administration. Das FBI hat natürlich auch eine gewisse Geschichte mit problematischen Verhältnissen zu Präsidenten. Has become evident to me. In den 70er Jahren unter Richard Nixon hat das FBI eine große Rolle gespielt in dem sogenannten Watergate-Skandal. Und wie sich später herausstellte, war einer der entscheidenden Quellen für die inzwischen sehr berühmten Reporter von der Washington Post damals, Bob Woodward und Carl Bernstein, der Vizedirektor des FBI, Mark Felt, der sich mit Bob Woodward immer in einer Tiefgarage hier bei Washington DC getroffen hat. Und es gibt Leute in Washington, die jetzt schon davon träumen, regelrecht, dass es zu ähnlichen Zusammenkünften kommt und Trump in schwere Nöte kommt.